Boah, das ist ein richtig perfekter Schuppen. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell, ne? Aber tatsächlich hat sich mein restlicher Herbst oder mein Winter jetzt auch wirklich so angefühlt, wie der Schnitt vom letzten Vlog auf diesen Vlog, ja? Ich stand da mit Robin noch, war mega motiviert, an kleinen Flüssen zu angeln und dann kam alles anders. Der Fluss, den ich eigentlich beangeln wollte, in der Nähe von meinem Zuhause, den haben sie frisch besetzt und dann darf man erstmal 2 Wochen nicht angeln. Ich habe das so ein bisschen als Entschuldigung genommen, habe mir gedacht, komm, dann konzentrierst du dich jetzt endlich mal 2 Wochen nur auf Büroarbeit. Es ist etliches liegen geblieben, es war etliches vorzubereiten. Das Buch von Thomas war in der Pipeline und so weiter und so fort. Ganz viel zu tun, damit will ich euch nicht langweilen. Habe mich in die Arbeit gestürzt und dann kam Lockdown. Es war richtig Boom. Lockdown. Es gab keine Tageskarten mehr für die Flüsse zu kaufen, an die ich angeln gehen wollte. Also habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du halt noch ein paar Mal an den See angeln zusammen mit Sascha. Und dann kam dieser Sonntag, von Sonntag auf Montag, ich werde es nicht vergessen, -8 Grad. Am nächsten Tag schreibt mir Sascha, der See ist zugefroren. Sind erstmal alle Pläne in Schall und Rauch aufgegangen. Ich habe mich dann voll und ganz in die Arbeit gestürzt. Es gab mehr als genug zu tun und vorzubereiten, denn für den Winter habe ich mir wieder vorgestellt, in den Süden zu flüchten und diesmal viele neue Gewässer zu erkunden. Der Ebro, an dem wir jetzt sind, ist keins davon. Es ist nur eine Zwischenreise, denn Christopher ist mit seiner Familie auf Elternzeit. Die sind mit dem Campervan unterwegs. Da wird es sicherlich noch einige Treffen geben jetzt diesen Winter. Wir werden uns noch ein paar Mal über den Weg laufen und sicherlich auch die ein oder andere Session gemeinsam angeln. Felix ist auch ganz zufällig hier am Ebro, der ist öfter mal hier und es war null abgesprochen, es war wirklich so aus dem Auto raus telefoniert, ich wusste, Christopher steht irgendwo hier, dann ja, Felix ist auch da, okay, und auf einmal gab es eine Silvesterparty. Ja, so ist es, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man sich aufmacht und offen bleibt für Neues und nicht alles zu krass durchplant, dann passieren manchmal richtig coole Sachen. Und ja, auch heute Nacht sind geile Sachen passiert. Erstens mal ein geiler Start in den Tag mit Felix, ja, in 6 Grad kalten Ebro reinsetzen. Erstmal, um das neue Jahr zu starten, um das Immunsystem ein bisschen zu boosten, ist eine richtig geile Sache. Drei Minuten im Eiswasser, überlebt. Schau mal, eine gesunde Farbe haben wir jetzt. Ich habe die gleiche Körperfarbe wie meine Beine. Sonnenbrand. Gesundes Neues. Aber was fast noch geiler ist, Christopher hat seinem Namen alle Ehre gemacht und heute Nacht als erste Amtshandlung im neuen Jahr erstmal einen schönen Ebro-Schuppi gefangen und den gucken wir uns jetzt mal an. Hallo. Wollt ihr jetzt alle eure Kameras da drauf halten? Ja klar. Wer filmt mit meiner? Wer filmt mit meiner, ihr Vlogger? Das ist ein Vlogging live. Ja, was ist denn das? Da muss ich selber filmen und die anderen. Vlogging. Davon muss ich kurz Story filmen, ganz im Ernst, sorry. Ich bin auch ganz leise, bitte. Ja klar. Aber nur wenn du ganz leise bist, kleine Zwetschge.
Und hast dich erholt von einem Eisbad? Ja. Immer noch ein bisschen kalt. Ja? Die wollen alle filmen, also irgendwer muss auch mit meiner filmen. Warst du jetzt warm geduscht? Nö, noch nicht. Ach so. Ich habe mich noch vor einen Heizstrahler gesetzt. Ich bin auch erstmal ins Auto und hab die Standheizung aufgegeben. Kannst du mal eben dein oder mein Handy geben? Mhm. Oskar macht die Fotos von deinem Fisch. Cheese. Ja, das ist Vlogger Life. Guck mal, Cheese. Er hier, voll ausgerüstet, du auch. Junge! Und er ist weg. 50. Oskar weiß, wie es läuft. Schon cool, wieder hier zu sein, ist genau der Steg von Mackinenza Gold Rush, wo wir zum ersten Mal am Ebro in See gestochen sind. Werde ich direkt sentimental. Da. Müssen wir nicht. Was denn? Was magst du damit? Nochmal welche rausziehen. Fische? Ja, ich habe eben meinen Springen gesehen, tatsächlich mal. Hier springt ja sonst eigentlich nichts und der ist. Hier springt sonst eigentlich am laufenden Band. Ja, hier springt nichts im Moment. Hier ist Totentanz. Los, ist voller Fisch. Oh, denn wenn jetzt der Wind kommt, Felix, dann kann das Boot doch hier dran knallen. Ja. Das ist ein Tretboot, das ganz schön schnell fährt. Damit kannst du zicke-zack zu deinem Karpfen fahren. Zicke-zacke. Richtig cool. Das will ich mal machen. Darf ich die Flosse hochhalten? Natürlich darfst du. Und die Schwanzflosse hinten, ne? Das machen wir immer. Genau so. Hammer, oder? Wahnsinn, Glückwunsch. Das ist unser Neujahrskarpfen, Oskar. Heute ist der erste Tag im neuen Jahr. Ja. Kann man den besser beginnen als mit so einem Fisch? Nein. Nee, oder? Das ist das beste Geschenk, das du je gefangen hast. So ungefähr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Hängen, guck also. Oh, den will ich gerne mal streicheln. Der ist toller Karpfen. Echt. Kommt das? Ich bin sehr froh, dass du so einen tollen Neujahrskarpfen hast. Ja, danke, Jungs. Gut gemacht. Gut. Er hat die Route nämlich rausgefahren tatsächlich. Ich habe sie festgehalten, er hat den Stein runtergelassen. Felix hat die Route gelegt. Eigentlich ist es sein Karpfen jetzt, ne? Ich wollte gar kein Foto. Habe ich jetzt aber erst nach der Fotosession gesagt. Teamwork makes the dream work. Doch kalt, ne? War das nicht eben kalt, als ihr hier drin wart eigentlich? Viel schlimmer war es, wie ich oben nicht ins Haus reingekommen bin. Ihr habt da schon echt das konsequente Starter durchgezogen. Ich war ehrlicherweise beeindruckt. Ich habe kurz gedacht, dass ich kein Waschlappen bin. Und dann habe ich mich umgedreht, in mein Bett gekuscht und gedacht, egal. Nee. Lass ihn mal machen. Alles gut. Sache, ne? Wie geht's jetzt also weiter mit dem Vlog? Bevor steht uns jede Menge Abenteuergeist, Erkundungstouren, fremde Gewässer, Gewässer, an denen ich noch nie geangelt habe, Gewässer, an denen wahrscheinlich noch nie ein Karpfenangler geangelt hat. Aber
auch vielleicht das eine oder andere Szenegewässer. Wir werden mal sehen. Ich werde auf jeden Fall diesen Winter hart durchangeln. Ich möchte jetzt mal kurz hier die Chance wahrnehmen und euch zeigen, wie das Auto aussieht. Ja, das Auto ist komplett vollgepackt wieder mit Zeug. Es sind ein paar Sachen in der Mache, über die ich jetzt an der Stelle noch nicht sprechen kann und möchte. Jede Menge Angelzeug, nicht nur für mich, sondern auch für Kumpels. Wir haben einiges vor, wir wollen auch wieder ein neues Filmprojekt drehen, aber mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Diesen Winter wird aber auf jeden Fall mächtig geangelt und hoffentlich auch schön gefangen. Ihr seid beim Vlog mit dabei. Ich kann euch hier noch nicht versprechen, dass der Vlog wöchentlich bleibt, denn es ist ultra schwer, jetzt vorauszugucken und zu planen. Es ist eigentlich unmöglich. Lassen wir uns mal überraschen. Gucken wir mal, was die nächsten Wochen und Monate so bringen. Stürzen wir uns gemeinsam in neue Abenteuer.